Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Wir tauchen heute mal wieder in die Welt der Megatrends ein, gemeinsam mit dem Trendfolger Michael Proffe. Und er stellt uns Aktien vor, die wohl jeder Krise standhalten. Was dahinter steckt, erfahren wir jetzt. Herr Proffe, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Frau. Ja, wir wollen erstmal über die Konjunktur in den USA reden, denn die hat sich zuletzt, also wir haben zuletzt einige Konjunkturdaten erhalten. Die Inflation zum Beispiel in den USA lag im Oktober bei 3,2%. Sie sind ja auch viel geschäftlich in den USA. Wie bewerten Sie denn aktuell die konjunkturelle Lage dort? Also eins muss man festhalten, in den USA brummt die Wirtschaft und nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. Und dieses Tempo, mit der die Wirtschaft sich entwickelt, ist nicht rückläufig. Mhm. Dazu sind die Lohnkosten sehr moderat. Also für einen Unternehmer ein unglaublich gesundes Umfeld und auch für Arbeitnehmer. Alle sind im Job und alle geben auch ihr Geld aus. Mhm. Dann haben wir nebenbei das Zinsumfeld und die Inflation. Ja, das ist ein Problem, aber für ein gesundes Unternehmen ist das eben kein Problem. Für Unternehmen, die den Kreditmarkt brauchen und sich da refinanzieren müssen, da sinken zwar die Margen, aber es gibt genügend Unternehmen, die sind nicht von dem Kreditmarkt abhängig und denen geht es in der ganzen Krise richtig gut. Mhm. Gibt es Unternehmen, die aktuell besonders aufblühen oder Branchen, die Anleger im Fokus haben sollten? Gibt es definitiv, das sind all diese Branchen, wo wir eigentlich alltäglich mit zu tun haben, wo wir konsumieren. Mhm. Eigentlich ist das ganz einfach, zum Beispiel Amerika ist ein riesiges Autoland, ne? Ist egal, welche Krise man hat, man muss trotzdem mit seinem Fahrzeug von A nach B. Und bei den Fahrzeugen passiert doch ständig irgendetwas und man muss sich die Ersatzteile kaufen etc. Das ist also etwas Planbares. Und das sind so diese ganz natürlichen Megatrends. Deutschland ist ja auch eine Autonation und wir brauchen unser Auto ja auch. Und wenn da am Auto etwas kaputt geht, dann gehen wir auch gleich in die Werkstatt oder im Autohandel und kaufen uns die Ersatzteile. Wir brauchen das Auto ja, um von A nach B zu kommen, zur Arbeit etc. Selbst wenn der Geldbeutel etwas klamm ist, das Auto muss gepflegt werden, sonst können wir unserer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen. Und ein Unternehmen aus den USA, das genau das anbietet, Ersatzteile für Kfz, das haben Sie uns mitgebracht. AutoZone, ja. Sehen wir es auch jetzt nicht schwach gelaufen auf lange Sicht. Warum haben Sie uns den Wert trotzdem noch mitgebracht? Ja, hier sehen wir an der Entwicklung, das sind über zwei Jahrzehnte. Das ist hier das Jahr links unten, das ist das Jahr 2000 und das ist aktuell. Wir sehen da die Finanzkrise, die war hier. Da war mal die Finanzkrise, ne? Das ist ja hier in dem Bereich gerade die aktuelle, da sehen wir gar nichts. Warum? Ich erwähnte ja gerade, dass in Amerika die Wirtschaft brummt, die Leute alle in Arbeit sind und alle mit ihren Fahrzeugen auch noch von A nach B fahren müssen. Sie haben ein gutes Einkommen, sie gehen auch einkaufen. Das heißt, ihre Fahrzeuge werden gepflegt und sie werden auch benutzt. Und seit Jahrzehnten profitiert so ein Unternehmen, AutoZone, davon. Ich war selber schon viel in diesen Läden. Da kriegen sie alles, was sie schnell fürs Auto brauchen. Ne? Und dabei wächst auch noch die Bevölkerung in den USA. Und wenn man das alles miteinander zusammenzählt, ist das eigentlich ganz logisch, warum so ein Wert kontinuierlich wächst. Weil da kriegt man alles das, was man schnell fürs Auto braucht, um weiterhin mobil zu sein. Mhm. Sehen Sie da eine mögliche Verkehrswende in den USA gar nicht als Risiko? Nein, gar nicht. Selbst wenn es eine Verkehrswende gibt, wir brauchen ja einen fahrbaren Untersatz. Und alles, was man in einem fahrbaren Untersatz hat, geht irgendwann mal, hat einen Verschleißmoment. Mhm. Und all diese Verschleißteile, die werden auch von AutoZone dann weiterhin angeboten. Mhm. Ich sehe da gar keine Nachteile, ich sehe da eher Vorteile. Mhm. Und technisch gesehen ist es noch ein interessanter Einstiegszeitpunkt bei der AutoZone-Aktie? Ja, da würde ich mal auf das weitere Chartbild gehen. Da sieht man erst, wie war. Genau. NASDAQ 100. Hier kann man sehen, als die Börsenkrise hier anfing, der NASDAQ 100 ging ja heftig nach unten. Und alle haben es erlebt, alle Anleger und viele weinen, weil ihr Depot so runtergegangen ist und sind verzweifelt, wann geht es wieder los. Der NASDAQ hat sich dann jetzt auch seit Oktober letzten Jahres so ein bisschen erholt, war jetzt im September nochmal wieder runtergegangen. Während dieser ganzen Zeit sehen wir aber, dass die AutoZone sich überhaupt nicht an dieser Entwicklung des Marktes teilgenommen hat, weil halt die Leute mussten weiter Auto fahren, brauchten weiter die ganzen Ersatzteile, was ganz Normales. Ja, merkwürdig eigentlich, weil das ist ja so diese Corona-Zeit, die Sie hier eingezeichnet mhm. haben und da waren die Leute eigentlich weniger unterwegs. Nein, in Amerika waren sie eben nicht weniger unterwegs, das Reisen war gar nicht eingebrochen, sie sind weniger geflogen, mhm. das ja, im Land waren sie aber unterwegs und zwar mächtig unterwegs. Mhm. Und wenn sie was am Auto zu reparieren hatten, haben sie auch da die Zeit genutzt, um das zu tun. Und davon profitiert das Unternehmen. Und wenn wir jetzt aktuell gerade sehen, die Aktie steht am Allzeithoch. Gestern, als an den Börsen Zahlen bekannt gegeben worden sind für die Inflation und die Börse richtig nach oben gegangen ist, lag die Aktie auch zwischenzeitlich 2,5%, ist gestern Abend noch ein bisschen zurückgekommen, weil sie am Allzeithoch liegt. Solche Momente, wo denn die Aktie
mal einen Tag 2% verliert. Das ist was für mich zum Zugreifen. Mhm. Weil diese Geschichte, was wir jetzt über 20 Jahre gesehen haben, wird die nächsten Jahre weitergehen. Deswegen ist das Potenzial, was diese Aktie hat, das ist ein Megatrendfolger. Wir gucken immer nur auf diese großen Tech-Werte etc. Es gibt aber ein gewisses Umfeld an Megatrends, die alle in meinen Portfolios, in meinen Börsendiensten drin sind. Weil diesen Mix braucht man ganz einfach, weil es gibt genügend Werte, die in jeder Krise einfach weiterlaufen. Also in den Branchen diversifizieren und bei AutoZone kann man kleinere Rücksätze als Einstiegszeitpunkt. Beste Moment. Und jetzt wäre gerade der beste Moment. Die ist es gerade am Allzeithoch. Ich denke mal, die hat gestern, glaube ich, 1,3% abgegeben. Ob man die heute noch so günstig bekommt, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Haben die Anleger dann vielleicht noch mal einen Blick, wenn es für sie interessant ist? Im Blick hat man vor allem Microsoft. Deswegen interessant, dass sie uns die Aktie heute als Megatrend mitgebracht haben. Ist Microsoft nicht ein Wert, der über die lange Zeit nicht schon zu gut gelaufen ist, um dann noch mal eine Position aufzumachen? Nein, das sehe ich gar nicht. Microsoft gibt es jetzt seit 40 Jahren, das wissen die wenigsten Menschen. Und eigentlich beginnt die geilste Geschichte mit Microsoft jetzt eigentlich erst. Jeder, der mit Office-Pakete arbeitet, kennt ja die Problematiken, selbst wenn er sich gut auskennt, ein gutes Produkt herzustellen. Ob das eine Präsentation ist, ob das eine PDF ist, ein HTML-Dokument etc. Da ist Arbeit drin. Mhm. Mit dem Copilot, der jetzt kommt, KI-gestützt, wird das in Sekunden gehen, in Kürze. Das heißt, all diese ganzen Arbeitsschritte, die ich sonst so machen muss, kann dieses System jetzt wesentlich besser. Das heißt, auf der Welt ist das Office, Microsoft Office, das meistverkaufte Bürosoftware der Welt. Mhm. Überall wird das benutzt, aber ineffektiv, weil die Mitarbeiter müssen sich mit Word auskennen, müssen sich mit Excel auskennen, müssen sich mit Access auskennen, mit PowerPoint. Und es gibt kaum Leute, die das übergreifen können und in einer ganz kurzen Zeit die Produkte herzustellen, die sich jeder so wünscht. Und der Copilot, der wird uns dabei wahnsinnig helfen. Das heißt, Microsoft wird auf ein ganz anderes Niveau kommen. Also wir hatten ja schon so die KI-Fantasien im Frühjahr diesen Jahres, die die Tech-Werte in den USA, vor allem auch Microsoft, angetrieben hatten. Sie sehen das aber erst als Anfang und da wird noch ganz viel Potenzial entfaltet. Wir sind erst definitiv am Anfang und wir werden überrascht sein in den nächsten Quartalen, was alles da für Entwicklungen kommen und was hinten herauskommt. Mhm. Die meisten können das gar nicht fassen, weil das einfach so weit weg irgendwie in den Köpfen ist. Aber wer im Thema drin ist, weiß genau, was da passiert. Mhm. Das alles in die Öffentlichkeit derzeit zu tragen, ist einfach ein riesiges Thema. Mhm. Viele versuchen das ja auch, die Gesellschaften mitzunehmen. Aber wir sind da in einem Tempo unterwegs. Und das kann man auch bei der Entwicklung sehen. Die Microsoft ist ja mit der Börse, mit dem Nasdaq richtig runtergekommen. Warum passiert das überhaupt? Ja, eines der größten Unternehmen der Welt, ist viel Geld drin. Und wenn die Menschen Angst an der Börse haben, dann wird Geld rausgenommen. Und dann wird natürlich da, wo sie auch viele Gewinne drin haben, rausgenommen. Ich bin nie aus Microsoft ausgestiegen. In meinen Börsendiensten sind sie seit über 20 Jahren drin. Ich habe den hier im Oktober gesagt, hier unten, jetzt ist der Grund zuzukaufen. Mhm. Und wir können da sehen, der Nasdaq, der hat sich bis jetzt bis da bewegt. Und wir sehen, im Oktober letztes Jahres ist ja die Microsoft rausgekommen mit der Information mit ChatGPT, dass jetzt der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Und wir sehen das schon jetzt, wie sich die Aktie, das ist ein Billionen- und 2 Billionen Unternehmen, wie das vom Markt abhebt. Mhm. Und ich bin der Meinung, Microsoft schreibt gerade die Geschichte für sich komplett neu und wird uns alle mitnehmen. Mhm, verstehe. Hat man jetzt den besten Einstiegszeitpunkt schon verpasst? Oder nein, kann man jetzt? Nein. Also diejenigen, die in Krisenzeiten einsteigen, das sind ja nur ganz, ganz wenige. Weil die meisten haben ja da unten Angst. Mhm. Auch jetzt immer noch Angst. Oh, was kann alles auf der Welt passieren? Sie können aber nicht unternehmerisch denken. Ein Unternehmer hat keine Angst, wie die Situation gerade auf der Welt ist. Der denkt darüber nach, mein Unternehmen, welche Produkte habe ich, welche Geschäftsmodelle habe ich, wo stehe ich mit denen in 10 Jahren? Ich will ganz weit vorne stehen. Den interessiert die globale Angst dieser Welt überhaupt gar nicht. Das müssen Menschen begreifen, wenn sie in große Trends einsteigen wollen und langfristig viele Gewinne machen müssen oder wollen. Dann muss man dann, wenn diese Trends aufgrund der Angst mitverkauft werden, dann muss man sie da unten wegfischen. Und hat Microsoft jetzt durch die KI bessere Chancen als Wettbewerber aus der US-Tech-Branche? Also Microsoft, das ist der 40-Jahre-Chart, ne? Das ist die Entwicklung, ein Jahrzehnt gestiegen. Deine Seitwärtsbewegung hier, das war der Bereich Finanzkrise. Hat sich neu erfunden mit der Cloud etc. Und jetzt kommt der nächste große Schritt. Microsoft ist ganz weit vorne dabei und wird die Welt mitgestalten. Einmal, weil sie ein Produkt haben, was ziemlich verbreitet ist auf der Welt, wo sie Leute ansprechen können. Und die Menschen sind ja auch träge, die werden nie auf die Idee kommen, das Produkt zu wechseln, wenn andere Sachen kommen. Nein, also Microsoft ist da ganz weit mit da vorne und Microsoft wird in den nächsten Jahren wie eine Apple und viele andere Werte die 10 Billionen Dollar Marke überschreiten, weil das entwickelt sich ja alles neu, was ich gerade mit dem Office-Paket gerade gesagt habe. Die Synergien, die darin stattfinden, dass man mit der künstlichen Intelligenz, mit dem Co-Piloten viel effizienter, viel besser arbeiten kann.
das wird sich natürlich auch dann nachher in den Geschäftszahlen niederschlagen. Weil, was wird Microsoft natürlich machen? Wenn sie merken, dass die Kunden begeistert sind, welche Erleichterungen, welche Verbesserungen sie da haben, dann werden sie an dem Abo-Modell dran schrauben und das teurer machen, weil der Kunde will das ja behalten, er will ja nicht weggehen. Das heißt, das Potenzial des Unternehmens ist unbegrenzt. Gerade wenn einem nicht mehr schlaflose Nächte durch Microsoft Excel drohen. Ja genau, das übernimmt denn eigentlich so der Co-Pilot, der kann es wesentlich besser. Wahrscheinlich, also besser als ich bestimmt. Herr Proffe, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns diese zwei Megatrends vorgestellt haben. Wir haben ja auch mal im Vergleich einen Blick auf den Nasdaq 100 geworfen und die Gewinne im Nasdaq in diesem Jahr wurden vor allem durch die Magnificent Seven getragen. Da hat der Aktionär einen Index drauf, einfach für die Zuschauer, falls es für Sie interessant ist und wenn Sie von den Entwicklungen in den großen US-Tech-Werten profitieren wollen. Herr Proffe, vielen herzlichen Dank. Gerne. Für das Gespräch. Nächsten Monat sehen wir uns dann wieder. Da stellen Sie uns wieder einige Megatrends vor. Darauf freuen wir uns schon sehr. Danke. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview mit dem Trendfolger Michael Proffe. Wir hoffen auch, Sie sind dann nächsten Monat wieder dabei. Bis dahin finden Sie weitere spannende Inhalte auf unserem Kanal. Viel Spaß beim Investieren. Machen Sie es gut.